Rollstuhl. So, und ich möchte jetzt mal einfach ein ganz dickes Danke an unsere Berliner Gruppe, eine kleine, feine Berliner Gruppe geben, die ganz regelmäßig einen Schwabenstreich hier veranstaltet, jede Woche. Vielen Dank. Also, die Achse Berlin-Stuttgart steht. Ihr kommt halt auch mal nach Stuttgart, gell? Vielleicht gibt es mal einen guten Anlass, 8. Mai vielleicht, kommt doch mal runter mit dem Wecker, empört euch. Und das wäre ein Anlass, mal eine Delegation von euch einzuladen. Der Andi wird sicher gute Nutella-Karten, Beifahrerkarten hier finden, noch im Rahmen, dass ihr sehr kostengünstig hier runterkommt oder mit den entsprechenden Verbindungen. Da ist er ja Spezialist dafür. Okay, also bleiben wir noch hier bis um 10 Uhr und es gibt immer noch Möglichkeiten, wer was durchsagen will zum Thema, kann das machen. Ja, wir haben gerade ja vom Werner gehört, dass man morgen nach Rummelsberg den Bus verabschieden kann. Man kann vielleicht aber auch rausfahren. Es ist nicht ganz einfach, weil das Areal dort weitläufig ist, das Betriebswerk. Aber irgendwie ist es wahrscheinlich besser, vor Ort zu sein, als einen Bus nicht zu sehen, den man erwartet. Und eigentlich ist er nur für die Journalisten geplant. Ich denke, dass die Bahner mit einem eigenen Auto fahren und wir kaum die Abfahrt des Autos sehen können. Das heißt, wir haben nochmal eine Stimmungsfrage. Würdet ihr auf das Werk hin, ohne dass wir bisher genau wissen, wo sie da rauskommen? Wir haben aber immerhin die Möglichkeit, vor Ort dann uns präsent zu zeigen, wo auch immer.